So, willkommen zurück. Teil Nummer 2 der Besichtigung. 10 Minuten haben wir weg. Jetzt latschen wir weiter in diesen tollen Turm. Gucken, was uns hier erwartet. Kamera. Vielleicht werde ich am Ausgang festgenommen. Sie haben unberechtigt Filmaufnahmen gemacht. Aber ich habe auch kein Schild gesehen, was mir dieses verbietet. Außerdem ist das hier alles öffentlich zugänglich. Es sieht schon geil aus von hier oben. Hier unten hast du noch mal so ein paar alte Überreste. Das sieht aus wie so ein Mahlstein, wo man damals Getreide oder was verarbeitet hat zum Mehl. Ich habe heute wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Was natürlich jetzt nicht hier reinpasst, ist dieses wunderbar tolle, neumodische Glasgebilde mit Holzverschlag und diese LED-Leuchten hier vor meiner Nase. Nee, ne? Das macht's irgendwie, weiß ich nicht. Kann ich nicht beschreiben. Aber das Wasser drumherum, das ist schön klar. Wenn wir mal ranzoomen, da ist tatsächlich Wasser drin. So, was sehen wir hier? Ich sag jetzt mal nichts zu dem Auto, aber die Vögel haben Geschmack. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ah, toll, hier können wir auch hochgehen. Dann können wir noch mal von oben runter gucken. Da sind ja noch mehr Autos. Ich sehe da gerade was. Das zeige ich euch gleich. Hier können wir auf jeden Fall noch mal auf die Ortschaft gucken. Jetzt gucke ich mal, dass ich da hinten irgendwo hinkomme, damit ich euch das zeigen kann, was ich gerade gesehen habe. Das ist schon so ein kleiner Vorgeschmack. Das will ich mir jetzt genauer angucken. Hier ist ein Park. Okay, er ist ein wenig verkommen. Ich denke mal, der ist noch in Winterpause. Wir haben zwar erst Februar. Aber ich glaube, wenn der geil ist, dann wird er richtig cool. Also wenn er fertig gemacht ist. Yo, Sal! Hast du irgendwo ein Schild gesehen, dass man hier Film- und Tonaufnahmen nicht veranstalten darf? Gut, da hinten nämlich in dem Dingen ist auch eine Kamera. Da habe ich gerade mal reingeleuchtet. Da. Hallo, winken, winken. Hast du dir mal hier den Garten angeguckt? Nein. Ja, dann drück doch mal gegen. Ich glaub doch zu. Sicher? Ja. Na scheiße. Toll. Wenn die Tür nicht offen ist, dann vor der Weile bleibt doch zu. Nee.
Sag mal, hast du schon mal rausgekriegt, wofür man unsere Karten braucht? Wahrscheinlich, wenn du hier runter gehst, kannst du da lang für mich auch noch mal gucken. Hä? Aber ich glaube, hier schau ich mal rum, weil da geht's runter. Hä? Nimm. Wie viel haben wir jetzt nochmal bezahlt? 280 pp, ne? Ja. Was wollte die Kirche? 1,10? 1,50. 1,50? Ja, leck mich doch am Arsch. 1,50, um zu gucken, wie man Typen ans Kreuz nagelt. Ja, von mir aus. Ich kann mir nicht helfen. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Oder tatsächlich so gewollt. Aber das Ding da im Wasser, das da, sieht aus wie ein Hund, der gerade ins Wasser kackt. Ist natürlich kein Hund, ist eine Statue. So, von hier unten sieht man nochmal das schöne Grün. Und wir stehen wieder im Wind. Aber eine richtig geile Landschaft. Ich glaube, hier auf diesem riesengroßen Platz machen sie im Sommer so Burgspiele oder sowas. Weiß ich nicht. Oh, guck mal, hier kann man auch wieder hoch. Das ist schlimm, ey. Wir Kerle wollen überall drauf klettern. So. Da unten sieht man auch den Schatten. Kann man mal winken. Okay. Winken wir mal. Haben wir gewunken. Hier ist nochmal das komplette Ausmaß. Sieht das geil aus. Das ist doch mal ein Traum, oder? Auch hier lang. Ich glaube nicht, dass wir da hinten auf den Turm kommen. Ich habe da auch gerade einen Alarm gehört. Ich weiß noch nicht, was das für einer war. Aber auch hier, ne? Wieder keine Absicherung. Total Panne. Da hinten haben sie ein Geländer dran gemacht. Verstehe ich nicht. Die Treppe ist dreimal so breit. Da gibt es ein Geländer. So. Aber ein richtig schönes Gemäuerchen hier. Hier kommt man sogar rein. Geiler Scheiß. Man kommt nur nicht nach oben. Nö, geht auch nicht. So, das war der zweite Teil mit den 10 Minuten. Und wir sehen uns gleich wieder zum dritten und letzten.